Ist unser Interview jetzt dran? Ich weiß nicht, wann wir im Bild sind. Das Rotlicht deiner Kamera funktioniert nicht. Hallo? Hört mich jemand in der Regie? Hallo? Ist da irgendwas mit der Technik? Mich dürfen Sie da nicht fragen. Wie meinen Sie? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Wieso? Ich habe nur nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich sagte, dass Sie mich das nicht fragen dürfen. Ja, das habe ich verstanden, aber davor, was Sie davor gesagt haben. Nichts. Und Sie? Was hatten Sie gesagt? Ich habe bloß nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Nein, zuerst, was Sie ganz zuerst gesagt haben. Ob da was mit der Technik nicht in Ordnung ist? Na, das dürfen Sie mich eben nicht fragen. Wie bitte? Darf ich Sie höflich darauf aufmerksam machen, dass in einer Stunde mein Zug geht? So wie ich das Zeichen von der Regie... Wenn Sie also noch Wert darauf legen, mich zu interviewen? Ich warte nur auf das Rotlicht. So wie ich das Zeichen von der Regie bekomme, fangen wir an. Ich arbeite seit Jahren mit diesem Sender und habe sowas noch nicht erlebt. Jedenfalls habe ich nicht die Absicht, hier im Studio zu übernachten. So. Meine Frau ist ein Steinbock. Ich habe einen Langhaardackel. Ich bin ein Fisch. Steinbock und Fisch geht ganz gut. Früher hatte ich zwei Langhaardackel. Das ging überhaupt nicht. Es kommt natürlich auch auf den Aszendenten an. Die brauchen ihren Auslauf, müssen täglich gebürstet werden und haben dauernd was mit den Ohren. Steinböcke sind im Grunde sehr eigensinnig. Möchten Sie mal ein Foto von meiner Frau sehen? Nein, danke. Sind wir jetzt dran? Ich weiß nicht. Hallo? Nein, ich glaube nicht. Kennen Sie eigentlich Bielinski? Nein. Günther Bielinski? Nein. Mit dem war ich in einer Klasse, 1938. Er zog dann nach Böblingen und hat da geheiratet. Ach. Waren Sie mal in Böblingen? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Kennen Sie Hartmut Schöttl? Nein. Der ist jetzt auch schon Anfang 50. Ach. Aber sehr amüsant. Ich bin ihm einmal begegnet. In Krefeld. Kennen Sie Heinz Riedel? Nein. Kennen Sie Professor Duwe? Nein. Sehen Sie? Da ist das Rotlicht. Wo? Da. Wo? Ah ja. Herr Professor Heubel. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Herr Professor Heubel, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für plasmatische Pneutologie. Pneumatische Plastologie. Ah, was versteht man unter plasmatischer Pneutologie? Die pneumatische Plastologie beruht auf neuen Erkenntnissen im psychosomatischen Bereich. Sagenhaft. Und was ist das, so ungefähr? Atemtechnik. Genau. Und? Was? Und? Und was? Atemtechnik und was? Ich habe einfach keine Lust mehr, Ihnen das zu erklären. Herr Professor, wir sind auf Sendung und Sie befinden sich in einer rechtlichen öffentlichen Anstalt. Na und? Dies ist ein öffentliches Haus. Toll. Abschalten. Schaltet doch eure dämliche Kamera ab. Erst sagen Sie mir am Telefon, das Interview dauert nur 5 Minuten. Dann sitze ich hier den ganzen Abend rum und jetzt belästigen Sie mich mit dieser impertinenten Fragerei. Jeder andere wäre froh, wenn er seinen Quatsch über den Bildschirm verbreiten dürfte. Also gut. Die pneumatische Plastologie ermöglicht durch Atemtechnik plastische Veränderungen am eigenen Körper. Punkt. Ah, ja. Unter der Voraussetzung äußerster Konzentration. Können Sie das hier demonstrieren? Selbstverständlich. Dann seien Sie doch so freundlich. Ich bitte um äußerste Ruhe. Sagenhaft. Ist es, ich meine... Können Sie das mit jedem Körperteil? Natürlich. Ach. Passen Sie auf. Nein, nein, vielleicht ist es besser... Ich bitte um äußerste Ruhe. Ja, 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 sagenhaft. Aber wozu ist das nützlich? Nützlich, Herr... Gilling. Herr Gilling, der Wissenschaftler arbeitet uneigennützig im Dienste der Menschheit. Wissenschaft ist keine Frage der Nützlichkeit, sondern des Fortschritts. Ah ja, aber es sieht so...
so unschön aus. Natur ist überall schön. Herr Professor Heubel, könnte beispielsweise auch ich persönlich mich durch konzentrierte Atemtechnik plastologisch verändern? Natürlich. Jetzt gleich? Halten Sie die Atmung an. Ja. Heben Sie das Zwerchfell. Konzentrieren Sie sich auf einen Körperteil. Ja, ja. Pressen Sie leicht. Jetzt stärker. Na bitte. Sagenhaft. Und jetzt wieder zurück. Warum? Unsere Sendezeit ist um. Ach so. Und ich? Atmen Sie kräftig aus. Entspannen Sie das Zwerchfell. Ja? Entspannen. Ja, doch. Noch mehr? Mehr kann ich nicht. Nicht verkrampfen? Nein, nein. Mein Gott, tun Sie doch, was ich sage. Tu ich ja. Sie stellen sich aber sehr ungeschickt an. Ich mache genau, was Sie sagen. Aber das Ding wird nicht kleiner. Das sehe ich auch. Denken Sie an was Kaltes. Mir fällt nichts ein. Dann kommen Sie Ende August in meine Sprechstunde. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte.